Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shante Hatsune Hiro. Wo waren wir jetzt? Ich erinnere mich wieder. So. Wir fliegen nach. Wenn ich Lukas-Stadt guckt. Wir machen uns bald knapp. Was fehlt uns da noch? Was Neues gibt es nicht? Das eine, das weiß ich. Das muss man auch nicht mehr machen. Ich weiß gerade nicht, was da mir fehlt. Anscheinend muss noch ein das Signal geben, was ich komplett übersehen habe. Das kann ich übersehen haben. Ich kann mich nur an eine Sache erinnern, wo ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht rankommen konnte. Ja, ich guck einfach nach. Wir können ja nicht schauen, ne? Ich gehe 30 Minuten zu warten. Hätte ich auch gleich vorher überleben können. Warum bin ich eigentlich so dumm und spiele noch 8 Leute, wenn er hier zurückrollen wird? Nevermind. Da wollte ich nur Grund nennen, mich selbst zu beleidigen, aber dann wird er erst süßes gewesen. Lass mich durch! Fuck. Ich kann wirklich durch den Teppich durchgeflogen. Lol. Das heißt, man kann so unten durch den Teppich fliegen. Fuck. Das ist für eine langweilige Scheiße. Kann sein, dass ich ein bisschen erschöpft vom Leben bin, weil ich habe gerade die Livestream-Ankündigung gemacht, die am 26.08. Ja, ich freue mich schon ein bisschen. Inspiriert wurde ich von Dönes oder auch Susksui genannt. Die hat meine Knöpfe und ich weiß es. Und ich will es auch. Oh ja, nimmt meine Knöpfe in den Mund. So hart ihr könnt. Oder ich fick euch hart in den Arsch. Aber pff, ey, wo bin ich? Oh Gott. Ich bin erschrocken. Ich musste auf die Plattform. Hab ich komplett vergessen. Was könnte ich vergessen haben? Transform! Ich hab nicht. Sorry. Das war das mit Elefant und so, du Hurensohn. Hat ja krasser Buche. Ah fuck, dann lass ich ihn. Abisch. Yalla Habibi. Ja, fangen weiter damit an. Voll empfang. Habt ihr das gesehen? Ich bin hier oben festgehangen. Und dann komm, habe ich geschafft, mich zu befreien, bin ich Highspeed da durchgefallen. Da durchgegangen. Ja, nee, ist klar. Pixel des Todes und so. Kennen wir alle. Alter. Der ist jetzt schon verarscht, ich hab keinen Bock mehr. Scheiße. Oh, das war dumm. Wet girl. Let's go. Aua, voll ins Gesicht. Muss das nicht 30 Schaden machen? Nee, wenn meine automatisch tot. Naja. Kann ja mir jeden mal passieren. Au. Was war's mit Lasern, ja. Wo war ich denn? Ich bin eingeblieben. Priester des Todes kommt zurück zu seiner Rache.
Und ich bin dumm und spring rein. Idiot. Arschloch, Alter. Richtige Muschi. Hast keine Eier. Sie sollte eigentlich nicht. Nein. Warte. Das war doch. Ja. Aber hä? Noch nichts in der Richtung. Weil das, worauf ich Ewigkeiten braucht, um aufzukommen, was man da bräuchte. Beziehungsweise um Backtracking zu machen. Also wenn man Backtracking macht, dann ist es über Lash ausgefunden, aber... Ja. Ich weiß schon. Komm, ich geh mal raus. Warum bin ich jetzt einfach generell? Ach ja, ich bin der ausgenommen. Ich kann mich wieder erinnern. Und um das zu bekommen, was wir bräuchten, müssen wir so hinten bei uns Burg. Soweit ich mich erinnern kann. Kann sein, dass ich auch dumm bin und das komplett falsch ist, was der Laber. Oh, jetzt beim alles hält. The fuck? Das hat keinen Sinn. Ah, gedodged. Ha, hier sind mehr Gegner. Au, ich renne rein. Ich bin tot. Abgetan! Warum bist du reingegangen? Wo reingegangen? Und hier kriegen wir Fledermaus so nah. Ey, damit können wir den Dunkeln sehen. Weil der das erwartet. Also ich nicht. Ich wollte gerade sagen, Transform! Aber dann hat mich das Spiel schon wieder genasst. Aber es war komplett meine Schuld. Wird auch mit einer Lux-Stick zu spielen. Ich spiele jetzt mit D-Pad. The fuck. Also mit das, was nicht spielen kann. Hallo, Power of Evil. Power of Evil, lange nicht gesehen. Hallo, my lady. Ich krieg einfach nicht genug von dieser Burg. Unglaublich, oder? Naja, ich bin jetzt ein bisschen gruselig. Nee, ich kann mich vorstellen, mich in so einen Ort niederzulassen. Verdrückt dich was, Power of Evil? Ja, das ist mein Haustier. Er kann sich hier überhaupt nicht einleben. Er liebt zu rennen und zu rennen, aber hier... Ich weiß nicht. Er könnte herumlaufen und sich verletzen, weißt du? Er soll ein richtig tolles Zuhause haben, wo er glücklich sein und sich richtig austoben kann. Ich kenne einen solchen Ort. Du kennst einen? Wirklich? Wenn das so ist, hier. Und wir halten Zombie-Hamster. Hamster. Ja, und dann gehen wir mal zurück nach zur Weltenauswahl. Und damit hatten wir, sollten wir eigentlich Ebnung bei uns Burg fast vollständig haben. Wir brauchen ja immer noch Poster für Abner. Skelett. Das habe ich nicht vergessen. Ich bin auch eigentlich dumm, ne? Ich hätte das ganze Ding hier skippen können. Ich hab schnell zu verlieren. Tschüss. Die Toten. Kann ich tanzen? Jetzt kann ich tanzen. Und weiter geht's. Nicht ganz schön. Jawohl. Lo. So. Transform. Frag mich gerade wirklich, wo ich seine Fähigkeit bekomme, weil mit der können wir dann alles Reste schon, was wir zur Zeit brauchen. Das wäre... Oh mein Gott, bin ich dumm. Ready! Ich weiß nicht wieso, aber das, das Ready klingt ein bisschen wie... das vom Bomberman. Gegen DS. Das ist nämlich das Bomberman-Teil, was ich gespielt habe. Und da war ich auch das Scheiße drin. who wonders why I didn't play that anymore. Und warum sollte ich mich stehen, wo ich komplett scheiße drin bin? Da kann ich ja nicht eingehen.
lol. Hey, ich Idiot. Leugelt! Alles voll mit Wasser. Was voll gelb aussieht, ist Pisse. Weiß grad nicht. Vielleicht, ist wohl nicht. War schon immer so gelb? Bei ganz nett. Hab ich 30 Stunden gelernt. Boah, alles andere sieht gut, so normal aus. Na ganz ernst, schon immer so gelb. Ich kann mich an etwas klares Wasser erinnern. Das ist gesagt, nur da eine Pumpe. Und hier haben wir die Kiste. Das ist ein Galerieschlüssel, das ist nicht. Da habe ich mich wohl ein bisschen in Erinnerung getäuscht. War ich einfach nur dumm. Das war ja hässlich dazu noch. Ah, ich habe keinen Bock mehr auf spätere. Spätere Ereignisse. Was war das hier? Was muss ich da jetzt, ne? Nichts was anderes. Verdammt. Welche Verwandlung ist eigentlich eure, euer liebste Verwandlung? Meine ist ja die Spinne. Ich mag Spinnen. Zweites Platz würde ich dann Jungfrau sagen. Bei mir ist wohl eine nicht mehr Jungfrau. Hahaha, versteht ihr? Nicht mehr Jungfrau. Ich glaube, keiner von euch hat den Porno Ariel und den nicht mehr Jungfrauen. Gut. Ja. Nicht mehr Jungfrau. Immer diese Jungfrauen. Lol. Man ist ja peinlich. Kann man nun kein, wie kann man nun Jungfrau werden? Ich meine, allein schon der Name, Jungfrau. Bedeutet ein bisschen Weib, Pussy. So. Nun kommt das Leben, nun kommt das ekelhafteste Rätsel der Welt. Man hat nur so eine kleine Reichweite von Sicht und muss damit klarkommen und damit auf unsichtbar ein bisschen springen. Au. Und wenn man nicht auf das passiert, das sehr oft. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfliegen muss. Ja, auf jeden Fall nicht. Das Gefühl, die ganze Plattform ist eine Lüge. Er muss gehen. Dann ist das kaputt gemacht. Ich mach noch weiter kaputt. Einmal weil ich kann. Dann ich shop Style und das Geld. Und das Geld, was für mich verfällt. Lol. Und damit erhalten wir das Spinnengift. Damit sollten wir jetzt alles haben, oder? Alter, wir haben alle Galerieschlüssel. Oh, geil! Dann können wir das OP-Style-Item von der OP-Kombination schon mal aufholen. Hier fehlt uns auch noch ein Ding. Warte mal. Boah. Ich glaube, wir kommen von hier aus, das Ding, was wir brauchen. Ja, ja, das ist doch relevant. Fuck it. Das war, wir haben jetzt schon alles, was wir bekommen können, müssen, haben. Können. Dann kennst du. Das ist beim Kerl Solo Cube. Ja, ja, die, hey, meine Süße, wir machen noch ein bisschen Kinder. Ja, wir brauchen hier einen Hut. Aber woher bekommen wir einen Hut? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ja, ja, der Wagen schon. Und dann. Ja, du bist. Ja,
Ja, ich weiß schon, aber wie bekommen wir diese Blase? Du weißt bestimmt, ich habe ja auch so gute Leitung angesagt. Ach, wir müssen erstmal das holen. Gut. Ich erinnere mich wieder, ja, du bist es. Ich wollte nur ein Item kaufen. Spiel, denn das meine ich Unbesiegbarkeit. Das Dümmste, was geht, ja manchmal zu komisch machen. Unbesiegbarkeit ist einfach nur das Dümmste, was es gibt. Ey, schau mal auf meine Mana-Leiste, wie schnell das runter das geht. Das ist eigentlich relativ schnell. Habe ich eigentlich Zeit? Bin gerade nicht sicher. Na gut, ich habe noch nicht mal. Na gut, es geht jetzt nicht so schnell runter, aber in den Kampfzeiten ist wirklich das Beste. Und hier müssen wir alle nacheinander öffnen. Und wenn wir alle geöffnet haben, passiert das, bekommen wir etwas. Was diese Unbesiegbarkeitsblase einfach komplett lächerlich macht. Und ich werde die Taktik in diesem Let's Play verwenden. Beim ersten Mal spielen habe ich das natürlich ausgenutzt. An vielen letzten Kampf, aber es ist auch nicht so notwendig. Ich meine, ich habe es in Hardcore-Modus auch ohne geschafft, also. Ja. Ja, bitte. Bis zum trotziger Spuk als Dankeschön für eine Folge ausgewählten Sub. Ja, was mag ich für das Diadem erhalten? Und was so lächerlich macht? Ich meine, es wird noch nicht mal automatisch aktiviert, weil es so lächerlich ist, oder? Weil es automatisch aktiviert, ich weiß gar nicht. Das wird automatisch aktiviert. Damit verlieren wir kein Mana mehr. Solange wir das Item anhaben. Wir verlieren einfach kein Mana mehr. Deshalb stelle ich es aus, damit wir wieder Mana verlust haben. Ich habe die Unbesiegbarkeit verloren und gerade trotzdem Mana abgezogen. Ja, also unfair würde ich dazu jetzt nicht sagen, aber naja, Pussy Threats, ne? Pussy Threats. Ich meine, damit kann man übrigens in Lava schwimmen. Das einzig Lustige daraus, aber sonst Pussy. Ja, die es machen, ihr seid Pussy. Also auch ich, wenn ich das auch einmal gemacht. Naja. Das war auch der lächerlichste Boss der Welt, lol. Natürlich ist der lächerlichste Boss der Welt, und wie einfach uns fertig und so nicht getroffen werden kann. Du Fotze. Hat der Maul. Wir müssen eh dieses Level nochmal spielen, ich habe etwas vergessen. Nämlich die Blumen für das 100% für das Q-Ending. Zack, 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 zack. Lavoll, der geböllert. Die Böllerbus craven. Vom Leistung, vom Speedrun habe ich den ein bisschen gemerkt, weil ich habe schon mal das so ein bisschen versucht Speedrun. Fürs 100% Ding. Ein bisschen trainiert und so, ne? Und da habe ich mir eins gemerkt, dass beim dritten man nur mit der Ebene durch kann. Das war jetzt das zweite. Da man mehr Ebene nicht schon von Anfang an hat. Guck mal, ist das hier. Guck mal, die verlieben sich in einem, da machen die keinen Schaden mehr. Beziehungsweise machen generell keinen Schaden, aber jetzt nochmal am heftigsten. Heftig, Junge. Ey, Mädels, ich bin einfach wieder okay, wir haben Fopal-Schwert. Ja, mit dem kommen wir dann weiter. Von Blumen, ich weiß nicht, ich bin aus dem falschen Kopf. Gut, ich bin gerade am Nasenjucken, weil Nase juckt. Vor allem Nasenjucken, weil Nase juckt. Ja. Ich nix falsch. Was denkst du da unten? Das war gar nicht. Achso, gar nicht. Ja, stimmt, da war ja was.
Hätte ich mir merken sollen. Für Speedrun Achievement, wobei ich glaube, ich hätte es noch nicht mal versuchen. Speedrun Achievement. Ja, das wird so stressig. Für Speedrun Achievement. Mal gucken, ob ich den Ball bekomme. Vielleicht bekommen wir jetzt sogar durch die Display. Wobei, dazu haben wir viel zu viel Zeit schon vergeudet. Where to go? Ich weiß sogar, wo eins ist, aber ich bin nicht sicher, ob es mehr von den Sachen gibt, weil das ist Metallschrott, also das, was wir für die Crew-Ending brauchen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall eins gibt, aber ich weiß nicht, ob den Rest hier auf dem noch irgendein anderes gibt. Weil das war die Blume, die wir am Anfang des Displays ausgegraben haben, nämlich diese hier. Können wir nämlich jetzt rausholen. Metallschrott hier von. Oh, ich glaube, wir haben alle. Cool. Speichern abgeschlossen. Und damit haben wir hier auch alles zu 100%. Ja, das ist mein Levels, kommen jetzt nur weiter, indem wir etwas finden. Beziehungsweise nicht finden, sondern etwas abgeben. Nämlich das Portalschwert an den Ritter. Aber hier finden wir trotzdem noch etwas finden. Nämlich hier diese Blume. Das ist nämlich das letzte Metallschrott. Damit haben wir alles. So, jetzt gehen wir zum Azurita. Heißt der Azurita? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Ich bin der Azurita. Hier wird sie vom scharlachroten Ritter ausgesandt, um seine königliche Kopfbedeckung zurückzuholen. Ich würde sie niemals einen Schurken wie euch überlassen, wie dem auch sei. Ich wurde genagt, wie euch zu überlassen. Solltet ihr mir ein stattliches Fruchtpalschwert bringen, das mit den Tränen eines traurigen neugeborenen Orang-Utans gedrängt ist. Ihr möget euch jene Klinge beschaffen, hin und das steigen bis zum Grund des Ozeans. Und die Kanalisation voll der Fäulnis und an dem Ort, an dem euch der Abenteuer Mann herausgefordert wird. Wenn ihr in diesem Kampf aus List und Täuschung als Sieger hervorgeht, und mir die Vorbeiklinge anheimgebend, bevor die untergehende Sonne den gewaltigen Ozean berührt, wenn ihr in diesen Kampf aus List und Täuschung als Sieger vorgeht. Ich habe kein Wort verstanden, was er sagt. Ihr seid wohl nobel als auch tapfer. Und so verleihe ich euch, wie besprochen, die königliche Kopfbedeckung. Sexy Großmutterhut. Möget hierzu sie von nun an immer. Möget ihr sie von nun an immer auf eurem Kopf tragen. Ich finde, dass er ziemlich merkwürdig redet. Ach, wie kommst du darauf? Und dieses sexy Grandma. Gut, gehen wir jetzt. Die sexy Grandma. Und unterhalten damit. Foxy Grandma. Sexy Grandma. Ich glaube, Foxy. Und. Oh, der liebe Gott noch. Sehr heiß raus, was ein kassierter Rührblum. Sexy Grandma. Weise Worte. Dieser Hut lässt wohl nicht so viel auf, wenn du verstehst, was ich meine. Hashtag Sexvoll. Ich spüre es. Hier ist ein romantischer Song im Anlauf. Ich hoffe, das ist nicht so heiß wie das allgemeine Publikum. Hier kommt der. Wurf. Mein Jungfrau Blase. Oh, du Liebes, das ist jetzt nicht nach Plan verlaufen. Lieber Jungfrau, der Jungfrau Blase ist zusammen mit meinen Gefühlen, die ich finde, mir drin gesteckt. Du kannst sie jedenfalls behalten. Wir sind so knapp bei den 100%. Jetzt gehen wir zum fucking Badehaus. Nein, nicht das Badehaus, wenn ich bin.
Das Geist für 3. Okay, wir fliegen jetzt los. Und holen uns die letzten Sachen vom Mermaid Port und Tesseltown. Alter, ich kann es nicht fassen. Wie sind wir schon so weit gekommen? Oh mein Gott. Let's go! Bitch! Alter, wir haben weit und Herzen. Oh, ich bin schon. Oh, ich bin so glücklich. Angefangen haben, das Spiel zu spielen. Ah, das Spiel merkt leider schon am Ende zu. Ihr seht, es ist ein kurzes Spiel. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Spaß! Das ist ein Smell, wo ein bisschen langsamer umtritt. Und guck mal, das hat auch eine Maximum-Limitierung bekommen. Geil. Fickt euch den Way Forward. Ihr solltet euch umnennen in Way Backwards. Wenn das cool. Ich hoffe doch. Wahrscheinlich nicht. Komm noch, geh hoch. Dankeschön. Herzhalter. Mich stört eine Sache, woher bekomme ich die Eisenplatte? Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Ach nee, die bekommen wir bei Testerdown. So, das letzte Item. Idiot, hätte ich schon vorher jetzt machen können, aber. Naja. Über später als nie, ne? Die letzte versunkene Seele in diesem Level sind halt unter Wasser. Naja, weil sonst wäre es keine versunkene Seele. Ja. Übrigens, der explodieren, also nicht so nah stehen. Ups, wollte ich gar nicht. Das ist schon irgendwie lustig, ne? Wie ist das? Habe ich die ganze Zeit auf meinen Bildschirm, weil dort OBS ist, seitdem ich OBS benutze. Also. Alles was wird aufgenommen hab. Weil ich das heute OBS installiert. Aber habe ich ja die ganzen Preps genutzt, also seitdem die Kraft besser wurde. Hey. Ich hatte ja schon meine Fresse, ich möge mich jetzt. Ja. Alles. Oh Gott, das ist gut. Und hier müssen wir jetzt nur. Und ich bin ein bisschen traurig. Es tut auch ein bisschen der Herzen. Dass der jetzt schon fast vorbei ist. Natürlich haben wir noch mindestens zwei Parts von mir. Beziehungsweise, ich denke mal ein Part. Wobei Credits kommt ja auch noch. Zwei Parts von mir, also. Und ich werde auch noch euch den Geldkampf-Trick zeigen, den ich verwenden muss, weil wir zu wenig Geld haben. Wobei man diesen Level auch
in diesem Beispiel habe ich doch die ganze Zeit wiederholen könnte, aber es dauert mir viel zu lange. Und es ist mir auch ein bisschen anstrengend. Ich zeige euch den richtigen Babo-Weg. Den bitchig von Bibi-Bahn. Hier oben ist die letzte versunkene Seele. Und hier drin ist das letzte Item, was wir brauchen. Beziehungsweise nicht brauchen, aber bekommen können. Nicht die Eisenplatte. Wir haben alles. Jetzt können wir noch mit der Story weitermachen. Bisschen traurig schon, ja. Naja. Ich kann auch mit dem Let's Play. Ich bin das geendet. Ey, was soll ich denn nicht machen? Ja, du spielst arg, während ich das Spiel, dritte Spiel der Welt spiele. Ich will nicht für die Finale anfangen. Wir sehen uns im nächsten Part. Schau.